Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part I Am Setzna. Wir stehen gerade mit Endir und Setzna vor den Deathshire Woods, sind mal wieder auf dem Weg zum Falling Snow Monument, damit sich Setzna vernünftig von ihrer Mama verabschieden kann. Muss ja sagen, hier geht's echt Schlag auf Schlag, ne? Alle beklagen sich bei den modernen RPGs ja immer, dass sie so langsam anfangen und dass so viel Gelaber erstmal ist und erstmal stundenlang Story passiert. Und hier passiert zwar klar auch Sachen, die die Story vorantreiben, aber es ist halt echt so zack, 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 dies, das, jenes. Und es geht richtig zur Sache irgendwie. Ist auch mal ganz erfrischend. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ein Spiel langsam einsteigt und man wirklich erstmal so eine Stunde rumdödelt und die Charaktere kennenlernt und die Stadt erkunden kann oder so. Aber hier gibt es halt auch nicht so wahnsinnig viel zu erkunden, ne? Das Dorf ist ja halt nun mal sehr klein. Von daher, ach, mit der Setzna können wir den eigentlich machen, oder? Komm, wir können alle XP gebrauchen. Schätze ich mal. Oh, guck, das war ein Singularity-Effekt. Momentum Control. Das konnte ich jetzt nicht lesen. Das ist ein bisschen schnell wieder verschwunden, ehrlich gesagt. Aber gut, es ist irgendwas Tolles passiert. Vielleicht konntet ihr es ja lesen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was hier gerade Tolles passiert ist. Und noch mehr Pennies. Die haben wir sogar überrascht. Guck mal an. Bisschen erinnert mich Setzna ja auch an Colette aus Tales of Symphonia. Wenn ich es mal so sagen darf. Liegt aber wahrscheinlich an ihrer Waffe. Hätte ja auch so Chakrams. Das Character Design übrigens ist so hübsch. Es ist so, so, so hübsch. Ich finde das so toll. Ich meine, guckt sie euch doch an. Sie sind so klein und süß und knubbelig. Und das Character Art ist so toll. Leider gibt's aber nicht so wirklich viel davon, wenn man jetzt mal googelt. Weil man muss ja auch Thumbnails erstellen. Und das war schon nicht so einfach. Mir werden wahrscheinlich auch irgendwann einfach die Zeichnungen ausgehen und dann muss ich mir mal was überlegen. So, da sind wir auch schon. Danke. Ich bin so froh, dass du bei mir bist, Endir. Ich werde nicht lange brauchen, also bitte warte einfach kurz hier. Ich bin das Sacrifice. Ich wurde ausgewählt, mein Leben in den Last Lands zu geben. Selbst wenn du mich jetzt nicht tötest, wird mein Leben auch so bald ein Ende finden. Wenn meine Reise endet, wird auch mein Leben vorbei sein. So ein kleiner Flashback. Sag mir, Endir, wie lange willst du noch in diesem Beruf arbeiten? Endir? Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich habe direkt hier gestanden und du hast mich gar nicht gesehen. Ist alles okay? Bist du fertig mit Nachdenken? Worüber auch immer du gerade nachgedacht hast? Mein Gebet ist jetzt fertig. Also können wir gehen. Danke, dass du mit mir gekommen bist. Also gut, lass uns zurückgehen. Ja, das war so ein Endier-Flashback. Über alles, was bisher passiert ist, was nicht so wahnsinnig viel war. Aber offensichtlich fängt er sich jetzt auch an zu fragen, oh, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und wo soll es hingehen mit mir? Endir? Es fühlt sich so an, als hätte ich ewig auf diesen Tag gewartet. Darauf gewartet, dich zu treffen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so fühle ich mich gerade einfach. Und ich bin wirklich froh, dass ich dich getroffen habe.
Okay, wir haben versucht, dich zu töten. Aber offensichtlich siehst du etwas in uns, was wir selbst nicht in uns sehen, weil offensichtlich ist Andy ja gerade auch so, ich bin ein kaltblütiger Killer und ich mache alles für Geld und sollte ich mein Leben vielleicht nochmal überdenken? Ich meine, wer würde sich nicht Gedanken machen, wenn er jemandem begegnet, der ohne zu zögern im Prinzip sein Leben dafür hergibt, sein Dorf zu retten und also die ganze Welt damit so, aber vor allen Dingen halt die Leute, die man liebt, so wie Setzner halt. Und Andy ist dieser Gedanke vermutlich eher noch nicht so oft gekommen, wenn man seine Charakterisierung sich jetzt mal so anguckt. Lebt er ja eher für sich selbst, er ist so der typische Einzelgänger. Und Setzner ist so, oh, meine Freunde und meine Familie und meine Aufgabe und ist da so richtig drin mit vollem Herzblut dabei und so. Das macht einen schon nachdenklich, finde ich. So, weil es so schnell geht, speichern wir hier nochmal. Sicher ist sicher. Und dann gehen wir zurück ins Village. Weil die Setzner muss ja jetzt endlich mal verabschiedet werden, damit es losgehen kann mit unserer Reise. Mit unserer Pilgerfahrt in die Last Lands. Ich meine, das klingt schon so, Last Lands. Nun, ich muss mich auf die Abfahrt vorbereiten. Ich gehe jetzt. Danke für alles, Andy. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Sie ist sich also nicht sicher, dass wir mitkommen? Keine Angst, Setzner. Ich komme schon mit. Ich beschütze dich. So. Weiß nicht, ob ich halt mit allen reden soll, ob das so spannend ist. Weil die ja sowieso alle nur sagen, oh ja, Setzner ist so toll und Setzner wird ihre Aufgabe erfüllen und sie ist so ein großartiges Mädchen. Und so, weil, was sollen sie halt groß sagen? Viel mehr passiert in dem Dorf wahrscheinlich nicht. Ah, hier wohnst du. Okay. Ah, die Departure Ceremony beginnt gleich. Wenn ihre Mutter Mana sich auf die Reise gemacht hat, hätte ich mir nie träumen lassen, dass dieser Tag kommen würde. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn erst die Mutter und die Schwester von der Mutter da losgeschickt werden und dann die Tochter auch noch. Das ist halt schon nicht ohne. So. Hat das Kind noch zu sagen? Was macht ein Sacrifice überhaupt? Ich hoffe, sie ist nicht so lange weg. Die hat leider keiner gesagt, was es bedeutet, sich zu opfern. Schade. Müssen wir noch was einkaufen, bevor wir gehen? Wirklich viel Geld geben die Monster übrigens nicht. Ich glaube, ich möchte aber noch ein Athenian Water kaufen. Also eine Phönixfeder quasi. Und dann teilen wir mal unsere Entscheidung mit. Würde ich sagen. Hi. Ah, du bist gekommen. Also hast du dich entschieden, mit ihr zu gehen? Yes. Ich bin wirklich dankbar. Wenn du bei ihnen bist, dann wird alles besser laufen. Also, dann muss er sich nicht so viele Sorgen machen. Ah, so ein Zufall. Die Departure Ceremony ist auch gleich. Gott sei Dank bist du rechtzeitig gekommen. Komm, los, wir machen jetzt. Wir gehen jetzt. Wir verabschieden jetzt. Alles klar. Das ist auch so. Alte RPGs. Ah ja, gut. Du hast gerade versucht, sie zu töten, aber jetzt willst du ihr helfen. Also komm, wir sind weg hier. Jetzt wird sie verabschiedet. Pass auf dich auf, Setzner. Du bist der Stolz unseres Dorfes. Es fühlt sich falsch an, einem Sacrifice Glück zu wünschen, aber ich werde für dich beten. Danke. Bitte achtet auch auf euch selbst. Also passt auf euch auf. Ich schätze, das ist meine letzte Gelegenheit, dir zu sagen, dass ich in dich verliebt war. Ich hätte nie gedacht, dass ich es dir so sagen müsste. Danke.
Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich hoffe, du wirst glücklich. Für uns beide. Ich werde dich nie vergessen. Du bist wirklich eine wundervolle junge Frau, Setzna. Wenn ich doch nur ein bisschen jünger wäre, dann hätte ich mich freiwillig melden können. Bitte pass für mich auf meinen Vater auf. Überlass das nur mir. Konzentrier du dich ganz auf deine Aufgabe und mach dir um nichts anderes Gedanken. Nimm das mit dir. Also, Mother's Keepsake. Was ist das? Es wird dich beschützen. Bitte trage es immer. Danke, Dad. Nun, damit ist die Zeremonie beendet und es wird Zeit für dich aufzubrechen. Als erstes wirst du mit dem Schiff zurück zum Festland segeln. Zur Flonea-Zitadelle. Diese Stadt ist ein Hauptumschlagplatz und es gibt dort Goods, also Waren und Informationen ohne Ende. Von dort wirst du entscheiden müssen, was die beste Route für deine Reise sein wird. Ich werde dir ein bisschen Gold mitgeben. Bitte benutze es, um dich auf deine Reise vorzubereiten. Hätten wir auch ein bisschen Proviant einpacken können. Bitte sei vorsichtig. Andy, also kommst du doch mit. Gott sei Dank. Unser Schiff wartet im Hafen. Kommt schon, lasst uns gehen. So, jetzt haben wir eine Dreierparty. Ich finde das auch schön, dass man hier erstens seine Partymember auswechseln kann, wenn man mehr als drei hat. Und dass man auch sieht, wer mit wem welche Combo machen kann. Das ist eigentlich ganz übersichtlich. So, was stehst du da eigentlich so rum? So abseits? Was machst du denn, mit jemandem wie mir zu reden? Jetzt, hier, gerade, in diesem Moment? Vergiss das doch und kümmere dich um dich selber. Geh einfach weg, bitte. Und alle sind ganz traurig, weil sie wissen, dass Setzna jetzt geht, um zu sterben. Vielleicht werde ich auch irgendwann als Sacrifice ausgewählt. Glaubst du, mein Papi wäre froh, wenn ich ausgewählt werden würde? Ehrlich gesagt, glaube ich ja nicht. Ich meine, es ist bestimmt irgendwo eine Ehre, aber es ist halt auch ziemlich kacke. Setzna hat immer mit meinem kleinen Jungen gespielt. Ich werde sie wirklich vermissen. Ja, aber wir müssen jetzt gehen, tut mir leid. Ich weiß, es ist traurig. Oh, so tränenreiche Abschiede. Ist gar nicht okay. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Bevor wir die Insel verlassen. Es scheint auch übrigens keine Zufallskämpfe auf der Weltkarte zu geben. Also tatsächlich nur in so Dungeon-Gebieten, in Anführungsstrichen. Die Reise beginnt. Ich finde das ganz schön, dass diese Kapitel tatsächlich, also dass die Story so in Kapitel unterteilt ist und dass das alles so einen Namen hat, dass man weiß, wo ungefähr in der Geschichte man ist. Das ist eigentlich ganz hübsch. Ah, ich sehe, du bist ein Söldner. Pass bloß gut auf Setzna auf. Mach ich, keine Angst. Obwohl sie mich ja nicht mal dafür bezahlt, also eigentlich geht es hier alles schon irgendwie gegen Andys Grundsätze. Dieses Schiff fährt zum Festland. Bist du bereit abzulegen? All set. Gut zu wissen. Kommt schon, alle an Bord. Eine Schifffahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt, die ist schön. Da, da schippern wir mit unserem Schiffchen. Ich bin so gespannt, was es noch so für Fortbewegungsmittel geben wird. Ob es vielleicht auch wieder Luftschiffe gibt oder so. Das ist ja Classic in alten RPGs. Setzna, du bleibst hier. Ich werde mich mal an Deck umsehen. Du kannst machen, was du willst.
Wenn du abhauen willst, dann werde ich dich bestimmt nicht aufhalten. Du musst doch nicht so zu ihm sein, Etana. Ich habe zugestimmt, dass du mitkommst, wegen ihr, aber ich vertraue dir immer noch nicht. Also, wenn du irgendwas Komisches versuchst, nun, dann kannst du dich gleich als toten Mann betrachten. Richtig so. Siehst du, du machst hier keine komischen Sachen. Jetzt, da du uns begleitest, habe ich wirklich das Gefühl, dass diese Reise gut enden wird, Endia. Oder gut verlaufen wird. Gut enden wird sie ja nicht. Ehrlich gesagt, so aufs Meer rauszuschauen, macht mich sogar ein kleines bisschen aufgeregt. Also, ja, positiv. Oh, was sage ich da nur? Ich weiß doch, dass das keine einfache Reise wird. Oh nein. Und schon geht wieder alles den Bach runter. Was war das? Du wartest hier, aber dann kommt sie sowieso mit. Also, lass uns an Deck nachsehen. Hat ja eh ihren eigenen Kopf. Ja, ich mache mir Sorgen um Etana. Lass uns gehen. Aber vorher kann ich hier irgendwas öffnen. Nein. Sieht nicht so aus. Schade. Dann gucken wir doch mal, was hier schon wieder dieses Seebeben verursacht hat. Ein Monster. Ist aber ein bisschen klein für den Wackel. Oh nein. Hilfe! Monster! Hier ist es nicht sicher. Wenn du nicht kämpfen kannst, geh aus dem Weg. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. So, dann räumen wir hier halt auf. Auch kein Problem. Das ist nur so verwirrend, dass sie jetzt andersrum stehen. Muss man voll aufpassen, wer wieso wann wo dran ist. Das ist auch so classic, einfach auf dem Schiff. So ein Fließbandkampf. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber dass halt so ein Gegner nach dem anderen kommt. Das ist auch so. Ah, ich fühle mich voll nostalgisch gerade, weil es halt wirklich so wie die ganzen alten RPGs ist. Nur halt in schön und nicht. Also ich meine, ich liebe die alte 2D-Grafik von zum Beispiel den alten Final Fantasy Teilen. Also gerade so 4 bis 6. Liebe ich richtig hart. Aber das ist halt einfach so süß. Es ist alles so knuffig und so schön, weil es ist wirklich hübsch einfach. Und die Musik ist toll, weil es ist gerade so richtig dramatisch mit dem Klavier. Oh mein Gott. Und es passt einfach alles so schön zusammen. Und dazu das ATB-System, das sowieso irgendwie total underrated ist im Moment. Weil alle nur so Action-RPGs wollen, wo du einfach Button mashst und draufklopfst. Und ich meine, okay, ich mache jetzt hier gerade auch nicht viel mehr als A drücken. Aber gerade später werden die Kämpfe ja schon noch ein bisschen taktischer und du musst mehr überlegen, was mache ich wann und wo. Ich mag das ATB-Kampfsystem. Ich finde das voll schade, dass alle so drauf rumhaten. Als wäre das jetzt so schlecht gewesen. Wir haben sie alle besiegt. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen, bis wir das Festland erreichen. Ach, großartig, großartig. Ich bin gerettet. Aber was soll man auch anderes von der Garde des Sacrifice erwarten? Wir sind so lucky. Also wir haben so Glück gehabt, dass ihr auf demselben Schiff seid. Vor allen Dingen, wie sprichst du gerade von dir im Königsplural? Was, ich? Oh, nein. Vor mir braucht ihr keine Angst haben. Ich bin Lucius, ein Mitglied des magischen Konsortiums. Sicher muss es Schicksal gewesen sein, das uns hier zusammengeführt hat. Ich wette, dass es eine Menge Sachen gibt, die ihr auf eurem gefährlichen Weg brauchen werdet. Und wenn dem so ist,
Dann bin ich sicher, dass wir vom Magic Consortium euch helfen können. Passt auf! Irgendwas kommt in unsere Richtung. Oh, hi. Entschuldige, aber du musst deine Verkaufsreden für später aufheben. Ja, das scheint eine gute Idee zu sein. Bitte, bleib zurück. Hallo, Bossfight. Sieht ein bisschen aus wie Nessie. Das Monster-Design ist halt auch so cool. Oh nein. Tu mir nichts. Erstmal einen Tag draufhauen, die aber auch nicht so viel Schaden macht. Kann ich eigentlich auch irgendwie alle auswählen? Nein. Ich kann also immer nur einen heilen. Ja, aber die Tags machen halt echt nicht so viel mehr Schaden wie normale Angriffe. Oh nein, ich wurde gestunt. Kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Doch. Es hat einfach nur, glaube ich, meine ATB-Leiste zurückgesetzt. So, dann gucken wir doch mal, ob eine Combo mehr kann. Naja, geht. Eterna heilen. Ja, 400 ist schon nicht schlecht für den ersten Heal-Spell. Au. Jetzt war ich echt zu langsam, aber es hat doch noch gezählt. Nett. Nett vom Spiel. Noob-Support. Ach komm schon. So, jetzt müssen wir erstmal Setzner heilen. Jetzt habe ich einen ATB-Boost bekommen, weil ich Momentum-Mode beim Heilen eingesetzt habe. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das bedeutet, sie hat jetzt quasi Hast gezaubert bekommen. Umsonst. Das ist ziemlich cool. Das ist dann wohl einer dieser random Boosts, von dem im Tutorial die Rede war. Aber vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit mit Setzner angreifen. Nein, Andy war doch gerade fast voll. Mano. Aber Eterna ist einfach unfassbar schnell. Habt ihr gesehen, wie schnell die Leiste aufgeladen war? Mann, ey, das war richtig krass. Complete Drop. Enemies will drop. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Previous. Irgendwas. Ich muss mir das mal im Video angucken, was sie da tatsächlich machen. Oh nein. Und jetzt muss ich erstmal Eterna heilen. Der ist auf jeden Fall stärker als der Vogel, aber ich glaube, es hat gerade Exact Kill gesagt. Das heißt, er ist tot. Oh, Gott sei Dank. Also es zieht schon auch ein bisschen an, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Es ist jetzt nicht unfassbar unmöglich schwer, aber schon anspruchsvoll. Oh nein, unser Schiff! Und was dann passiert, sehen wir beim nächsten Mal.